Wir wissen, dass heute das Präsidium der CDU getagt hat und auch der Bundesvorstand in einer sehr schwierigen Situation. Ich glaube, dass die Regierungskrise oder die Koalitionskrise oder wie man das bezeichnen will, aufgeschoben ist, aber nicht aufgehoben. Also das ist keine Einigung, was da heute passiert ist. Und man überbrückt die Zeit dadurch, dass man eben sagt, es darf jetzt auf europäischer Ebene nochmal beraten werden. Es gibt da Dinge, die dringend geändert werden müssen. Wir haben diese ganze Thematik Migration noch nicht wirklich im Griff. In der ganzen Auseinandersetzung mit der CSU ist die Merkel, ist die Kanzlerin nicht unbedingt gestärkt worden. Ja, das ist schon klar. Aber auch die CSU muss natürlich am Anfang dieser Woche war das Ganze nicht gerade ein Erfolg der CSU, weil Seehofer hat nun seit Wochen angekündigt, er werde diesen Masterplan vorlegen. Und einen Tag vorher muss er das absagen. Das war für die CSU auch nicht schön. Also eigentlich haben sich erstmal beide geschwächt, würde ich sagen. Und rauskommen aus dieser ganzen Affäre wird man wahrscheinlich nur, wenn beide ein Stück weit nachgeben werden. Also auch Merkel wird nachgeben müssen. Wenn sie das nicht tut, dann würde ich sagen, dann ist die Koalition vorbei. Und ich habe auch mit Horst Seehofer darüber gesprochen, was die Zusammenarbeit anbelangt. Eine Bundeskanzlerin und ein Bundesinnenminister müssen gesprächsfähig sein. Die Sicherheitslage in Deutschland ist nicht einfach. Und deshalb ist das Voraussetzung und diese Voraussetzung ist gegeben. Wenn es jetzt auf europäischer Ebene nun überhaupt nicht funktioniert, gut, dann geht man im Streit auseinander und Ich glaube, dann hat Frau Merkel hier zu Hause ganz, ganz schlechte Karten. Ja. Aber wie das auf europäischer Ebene so ist, es wird wahrscheinlich irgendein Ergebnis sein, mit dem alle irgendwie leben können und mit dem auch Frau Merkel hier wahrscheinlich den Eindruck erwecken kann, dass das ähnliche Wirkungen hat wie das, was die CSU haben will. Man hat sich ja jetzt auf die Formel geeinigt, der EU-Gipfel muss Maßnahmen beschließen, die wirkungsgleich zu dem sind, was die CSU haben will. Wirkungsgleich ist ein sehr schwammiger Begriff. Ja. Also zurzeit muss man ja sowieso sagen, dass die Zahlen auf relativ niedrigem Niveau sind, über die wir sprechen. Und davon wirkungsgleich dann zu sprechen, das ist Interpretationssache. Wir als CSU unterstützen auf diesem Feld jede europäische Lösung, jedes Bemühen um europäische Lösungen, da haben wir nie einen Zweifel daran gelassen. Wir sind für viele politische Entscheidungen, die Europa gespaltet haben, nicht verantwortlich.